Wenn wir Fußball spielten, dann musste ich immer ins Tor. Und meistens war es so, dass meine Mannschaft verlor. Und soll ich euch mal was sagen, das war mir scheißegal. Denn bei Schilddrüsenunterfunktion ist das total normal. Ich ging in den Musikverein, ich lernte Klarinette. Doch nicht so lange, wie das mein Lehrer gern gesehen hätte. Ich machte auch kein Abitur, ich war kein guter Sohn. Heute weiß ich warum. Na klar, Schilddrüsenunterfunktion. 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 Dann kam die Zeit, da hat mich Jesus fasziniert. Franz von Assisi hat mich zur Lyrik inspiriert. Ich floh aus dem Alltag in die Welt der Religion. Ja, ich spürte Gott in mir, doch es war Schilddrüsenunterfunktion. Dann hab ich geheiratet, eine adrette Brünette. Mit einer tollen Aura, sie hieß Ulrike Annette. Wir durchqueren das Universum mit Tarot und Meditation. Ja, sie hielt es für Liebe, doch es war Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenunterfunktion, 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 Schilddrüsenunterfunktion. Alles war so mühsam, alles fiel mir so schwer. Nichts ging ohne Probleme, ja, ich fühlte mich so leer. Sogar beim Sex, kaum war ich drin, dann kam ich auch schon. Jetzt weiß ich warum. Schilddrüsenunterfunktion. Jetzt hab ich Tabletten, die nehme ich täglich ein. Ich werde bald so normal wie alle in Weißenheim sein. Dann schreibe ich endlich einen Hit, den Titel, den habe ich schon. Ich verrate ihn nicht, er heißt Schilddrüsenunterfunktion, 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 ja, Schilddrüsenunterfunktion, 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 geht es ab, Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenunterfunktion. Johannessaft soll, dann nehme ich leere Gläser, du hast wahrscheinlich Wasser drin, ne? Jo, ein Unter der Wasser! Komm mal auf, sauf die Mutter das.